Hi Leute, willkommen zurück zum Haus des W oder House of Willis, Haus des oder der Willis, keine Ahnung. So, wir waren letztes Mal hier. Und die Alte ist wieder da. Das reicht jetzt. Oh, ich hab's geschafft. Natürlich kommt sie uns hinterher, die Ekelhafte. Alter, ich kann nicht rennen. Oh, jetzt. Oh. Alter. Okay, ich hab's überlebt. Wahrscheinlich gab's da noch ein paar richtig geile Todessequenzen. Oh, warte, ich werde erstmal speichern. Aber ich speichere erstmal hier. Weil... Nee. Nee. Ey. Ich bin ja auf dem Zeiger jetzt. So, warte mal. Gut, wir haben hier gespeichert. Ich will jetzt nämlich nochmal laden, um ein paar Todessequenzen zu zeigen. Pass mal auf. Ihr wollt ja wahrscheinlich viele sehen, ne? Ich habe schon ein paar verpasst. So. Das Beinchen guckt da raus, schau mal. Oh mein Gott, ist das krass. Okay, nächster. Lauf jetzt! Oh, das ist glücklich, das Baby. Ach du Scheiße, Leute. Okay, es gibt noch ein paar Tode. Ich will es natürlich alle zeigen, wie gesagt, ne? Ah, schnell. Humpel ein bisschen. Das ist doch jedes Mal ein anderer Kill, ne? Ich glaube echt, das sind Sadisten, die haben sich gedacht, okay, komm, wir machen mal ein Spiel. Und wir zeigen mal, wie meine Frau auf... Okay, scheiße. Wie meine Frau auf mannigfaltige Art und Weise töten kann. Ich meine, wäre es ein Kerl, wäre es nicht weniger schlimm, ne? Ganz ehrlich, es ist halt einfach krass. Und sie rennt halt auch nicht. Ja, kann man machen.
Das ist so krank. Captain Olli hier. Das macht keinen Unterschied, oder? Oh, die Musik hat sogar schon aufgehört. Ich hab so lange gebraucht, die Musik. Der Loop ist vorbei. Au, 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 au. Aber es sind immer dieselben Knöpfe, das finde ich ganz fair. Da kann man sich irgendwie merken. So, jetzt aber. Ab hier. Hab ich ja gespeichert, ne? So, krasse Scheiße, oder? Alter. What the fuck? Ach so. There you are, my dear. No. Alter, und jetzt tötet er mich. I was beginning to think I had run out of options. Warte mal, ich lasse mich töten natürlich. Ich mach gar nichts, sie krabbelt alleine übrigens. Signifying my freedom from this place. This is it, Lily. Er weiß sogar, dass wir das sind, seine Tochter. Alter. This is my freedom. What the fuck? Was ist los mit diesem Spiel? There you are, my dear. No. I've been looking for you. Ja, und ihr habt recht, sie erinnert mich auch ein bisschen an Ada Wong soweit. I was beginning to think I had run out of options. Komm, krabbeln, schneller! And just when I lose all hope, you show back up. Beacon in the night, signifying my freedom from this place, this hell. You have no idea how much you mean to me, my sweet. Ich hab. This is it, Lily. Ich bin so schnell gekrabbelt, wie ich konnte. This is my freedom. Oh! Alter! Ja, verpiss dich! Stirb! No. They're here. You have to die. Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Was ist das für ein Spiel? Ey, Todesszenen! Am laufenden Band!
I have to get out of here. Jetzt, oh, hallo, erstmal speichern, Mädchen. Aber hallo, Baby Doll Gate. Was? Ich bin wirklich in der Hölle. Sogar mein eigener Vater. Ja, 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 ja. Alter, krank. Oh. Tür wird von Ketten gehalten. Ja, den Kopf drauf stecken. Alter, es ist so verstört. Das ganze Spiel ist verstört. Jesus. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht Jesus, das Baby. Dana Wong. Da bist du traurig, der hat dich schon 10-mal getötet. Ich meine, klar ist sie traurig, aber... I just wanna wake up. Ich glaub nicht, dass du schläfst. I just wanna go home. Alter, das würde ich mir jetzt auch wünschen, wärst du denn niemals hergekommen, oder? Eieiei. You died, oder was? Das ist gerade eigentlich die Todessequenz. Krankes Spiel. Außer Fellas. Ist jetzt, ey, sagt nicht, dass jetzt fertig ist, ne? Part 1. Ach, jetzt geht's erst los. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Was soll denn noch alles kommen? Ich weiß nur, das Kill-Video, wo man alle Kills sieht, geht 18 Minuten. Ich glaube, ich habe mir die ersten 2 Minuten angesehen. Da war es mir schon zu. Also, war schon genug, ne? Alter Verwalter, ey. 18 Minuten Sterbeszenen in der Qualität. Pff. Geht's auch mal weiter? Die Schrift fadet immer mehr aus. Und ihr habt mir geschrieben, es gibt noch ein Spiel, was so ist. Irgendwas mit Space Princess oder so. Die machen wohl nur so einen Scheiß. Jo, offensichtlich gibt es noch House of Elis Part 2. Muss man extra kaufen und ja, würde ich sagen, wir laden mal End of Part 1. Die haben jetzt einfach mal 2 Parts unterteilt. Oh, es gibt den zensierten Modus. Dieses Spiel enthält einige gewaltsame Szenen und sexuelle Gewalt. Oh, das werde ich auf jeden Fall zensieren müssen, Leute. Für diese, die, oder für Leute, die sensitiv oder die sensibel sind für solche Materialien, bitte spielt den zensierten Modus. Nö. Ich werde es selber zensieren. Ich werde es halt blurren, komplett blurren müssen, Leute. Also, tut mir sehr leid. Aber das geht nicht auf YouTube. Ihr wisst genau, ich Ärger. Und das wollen wir ja nicht. Ihr wollt ja noch mehr von diesem Scheiß sehen. This can't be it. Ja. No. Oh, God. Oh, stitches. Okay. Okay, come on, think. Gonna need something. Echt, also hätten sie das mit Motion Capture gemacht. Na toll, ein Ärmel auf die Wunde. Na gut, habt dann Druckverband, ne? Not ideal. I hope that'll hold, at least for now. Ja, zieh dich immer weiter aus. Trotzdem ich Fußwickel.
Immerhin ist sie pragmatisch, muss man sagen. Viele andere werden in der Situation einfach heul, heul und sie... Okay, sie hat sich auch die Strümpfe ausgerissen. Warum das denn? Ui, die Sünden des Vaters. Jetzt nicht zurück. Oder es macht keinen Sinn, zurückzugehen. Bin schon so weit gekommen. Jetzt aufzugeben heißt, dass ich schon so gut wie tot bin. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ich muss. Oh, guck mal, der hat sogar erkannt, dass ich schon 13 Mal gespeichert habe jetzt. Wo es eine neue Applikation ist, die ich gestartet habe. Nur mal so. Sehr gut. Steinpfad. Immerhin ist der Vater tot. Da kann der uns schon nicht mehr ärgern, ne? Das finde ich ganz gut. Aber wahrscheinlich kann es noch anderes ärgern und töten. Jetzt direkt. Lampe explodiert, wir sterben. Das ist wie ein King's Quest hier teilweise. Kennst du noch King's Quest, die alten? Das war nicht so grafisch, aber man ist auch an jeder Ecke verreckt. Wenn du irgendwas Falsches gemacht hast, tot. Already know what's back that way. Das hat halt so einen richtigen Oldschool-Charme. Ich finde das total geil. Sehr interessantes Spiel. Okay. Kann ich speichern? Diese Perspektive schon. Da weißt du doch, da kommt gleich irgendwas und frisst uns. Ich finde übrigens, sexuelle Gewalt muss nicht sein in so einem Spiel. Das ist immer so unnötig. Das wirkt so plakativ. Da kommt was angeflogen. Oh, Augen. Hi. Hier muss doch klar sein, dass hier nicht alles normal mit rechten Dingen zu sich geht. Scheiße. Dieses Spiel. What? Ich finde, die Animationen sind richtig gut. Fuck. Von ihr. Das ist nicht mit Hand gemacht, das ist 100% Motion Capture. Aber dass sie da so viel Energie rein investiert, die Frau so realistisch wie möglich zu gestalten, nur dass er halt auf solche Art und Weise sterben kann, finde ich sehr krass einfach, die Idee dahinter. Oh, to sacrifice. Nein. Geht manchmal nicht, dass ich aus dem Menü gehe und dann drücke ich alle Knöpfe. Bitte. Sacrifice ist... Das ist to suffer. Opfern heißt zu leiden. Eine Statue, die seltsam aussieht, hält ein Herz, ein Hirn in der Hand. Auf der Wand hinter ihm steht, zu opfern ist zu leiden. Zu opfern heißt zu leiden. So. Die Statue einer schwangeren Frau hält ein Kind nach oben zum menschlichen Herz. Krank. Hier eine schwangere Frau hält ein Kind nach oben zum Hirn. Soll die das essen oder was? Nein. Okay, wenn ich den Fokusmodus benutze, kann sie besser die Fallen sehen. Scheiße. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ihr seid doch krank.
Kann man machen, ja. Ey. Diesmal bin ich aber richtig durchgelaufen, ne? Wollte ich mal sagen. Das Dumme ist auch, dass man immer zwei Knöpfe... Warte mal, kann ich auch sprinten, während ich das Ding anhab? Ja, kann ich. Scheiße, ey. Alter! Was ist los mit euch? Ich muss gerade was sagen, ich zeig das auch noch alles, ne? The fuck? Ich bin halt so ein Gorehound, ne? Ich find sowas... So übertrieben finde ich es halt schon ein bisschen zu krass, um mich zu erschrecken oder zu denken, oh mein Gott. Das letzte noch, komm. Ja, doch. Doch, doch. Hall of Sacrifice. Oder wenn ich möchte, kann ich mich hier opfern. Nicht schon wieder was, wo ich jetzt sterbe direkt, ha? Oh, nochmal speichern. Hall of Sacrifice 2. Irgendwas ist lebendig in diesem Sack. Da steht drauf, ich gebe meinen Körper auf dem Zettel. Und hier geben meine Augen. Geben meine Familie. Also jetzt in jede einzelne Tür rein. Warte, das ist wieder... Was ist das hier? Die letzten Wochen bin ich geflutet worden mit Paranoia und Dingen, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Das Haus ist leer. Meine Frau und Tochter sind lange weg und ich bin alleine hier. Die Maid scheint gegangen zu sein, ohne Bescheid zu geben. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Trotzdem höre ich die Stimme meiner Frau, die mich aus dem Schlafzimmer ruft. Ich höre meine Tochter, wie sie im Zimmer oben weint. Die Spiegel reflektieren die Bilder von Menschen, die nicht hier sind. Was? Ich habe versucht, den Fernseher anzulassen, um die Stimmen zu ertränken und habe jeden Spiegel im Haus übermalt. Ich habe fast meine Hand gebrochen, als ich diesen... als ich diesen Terror im Badezimmer wahrgenommen habe einige Tage zuvor. Insekten krabbeln aus den Augen meiner Familienfotos. Ich habe alle davon runtergenommen und sie verbrannt. Ich kann dieses Haus nicht verlassen und die Telefone funktionieren nicht. Sogar wenn es mir möglich ist, zu gehen, weiß ich, dass ich verfolgt werde. Egal wo ich hingehe, ich werde verfolgt. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Theorie meines Vaters auszutesten. Wo wir gescheitert sind, wo er gescheitert ist, muss ich obsiegen. Oder ich werde enden wie er. Heute werde ich das Artefakt in der Schuwarz Türschwelle liegen lassen. Timothy hat eine ungesunde Obsession mit dem Okkulten und er wird sicherlich von ihm aufgefressen werden. Ich bete, dass das einzige Mal, dass ich solch Maßnahmen ergreifen muss. Hanging Room. Warte mal, er sagte mich was? Save my limbs for last. Every day.
same hell. Every day, so tear me apart. Oh, ich schreibe das auf. Warte. Der Stift schreibt nicht. Also erst Leber. Leber. They save my limbs for last. Every day, the same hell. Every day, the snow tear me apart. My left arm is pulled before my right leg. Sieben. My heart is excavated after my eyes, which are ripped immediately before my guts. My brain. The last organ to go. And my liver is always the first. Every time they save my limbs for last. Every day the same hell. Every day the snow tear me apart. My left arm is pulled before my right leg. My heart is excavated after my eyes. Which are ripped immediately before my guts. My brain is the last organ to go. Also. And my liver is always the first. Every time they save my limbs for last. Every day the same hell. Every day so terrible. Muss noch einmal hören. So, wir haben Leber, Auge, Eingeweide, Herz, Hirn, Armbein, richtig? Warte mal, dann haben wir... Leber ist die 5. Auge ist die 7. Eingeweide ist die 4. Hirn ist 6. Herz ist die 3. Bein ist die 2. Ist die 1 und Arm ist die 2. So. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Hä? So 5. Auge ist die 7. Herz ist die 4. Aber es ist gar nicht hier markiert von den Zahlen her. Hier ist 6. A bis 2 und 1. Oh, fuck! Alter, geil! Scheiße, so. Hanging Room. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das auf die Kette kriegen soll. muss ich die Höhe... Ach nee, da steht ja Zahlen hinten dran. Oh, ich bin so dumm, ne?
Ich bin so dumm und ich schreibe mir die Zahlen hier falsch auf, warte, ist doch ganz easy. Also, Bein ist 0, Arm ist 1, Herz ist 3. Ich habe das echt nicht gesehen. Ich habe gedacht, es wäre einfach nur blutig. Eingeweide sind 5. Wenigstens hat er jetzt die Fresse. So, Leber ist 6. Hirn ist die 7. Und Augen sind die 8. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf die Reihe. So, also fangen wir an mit der 6. Das ist die Leber. 2 ist das Auge. 8. Drittens sind die Eingeweide. Eingeweide sind 5. So. Hier ist das Herz. Das ist die 3. Fünftens ist das Hirn. Das ist die 7. So. Dann kommt der Arm. Das ist die 1. Bein ist die 0. Ich denke, ich sollte damit nicht weiter rumspielen. Hihihi. Oh, der eine ist weg. Da war ein Sack, jetzt ist er weg. Ja gut, Leute, würde ich mal sagen, das war doch ein schöner Part, oder? Da haben wir ein bisschen was geschafft, ne? Nein, nein, nein. Schön der Reihe nach. So, nächstes Mal geht's weiter. Lasst mir Liebe da. Liked das Video, wenn ihr möchtet. Und ja, ich weiß nicht, morgen werde ich keinen Part schaffen. Übrigens, ich habe meine Kleine da. Mal sehen, dann kommt am Donnerstag wieder was. Auf jeden Fall, Dankeschön. Liebe lassen und lieben lernen. Habt euch lieb. Hab euch lieb. Tschüss.